Molo, the time is here. Es geht weiter mit Subnautica. Der Progress ist insane. Wir haben so viel Stuff freigeschaltet. Jetzt ja auch schon Zuchtbecken. Da ist was Neues drin. Der. Wir waren jetzt schon auf 500 Meter Tiefe. Ganz abgefuckt, was da für Aliens am Start waren. Okay, was haben wir alles? Was sagt der Bioreaktor? Können wir wieder auffüllen. Wollen wir heute in die Alien Base? Ist das ein Ding oder wollen wir einfach das nächste Ziel? 500 Meter. Ich war noch nicht im Alien-Tempel, aber muss man da hin? Ah, das Zyklop können wir auch bauen, ne? Medipack auch generiert. Guck mal, wie es läuft. Noch eins mitnehmen. Oh, es ist fantastisch. Okay, Alien Base, sagt ihr? Muss ich dafür eine Tafel mitnehmen? Muss ich violette oder orange Tafel mitnehmen? Safe, ne? Kann ich mal ganz kurz gucken, was man für den Zyklop braucht? Wir wollen heute ganz viel wieder schaffen. Oh, das Game ist echt geil. Es ist wieder so ein Game. Ohne Witz, ich wache morgens auf und muss an das Game denken und hätte Bock. Und dann bin ich fast, keine Ahnung, wenn ich so eine halbe Stunde zwischen zwei Terminen habe, dann würde ich mich am liebsten in scheiß Subnautica einloggen. Und nur ein bisschen an der Base bauen. Hey, ihr habt gelogen! Ihr seid Lügner! Oh Gott! Ihr habt gesagt, ich kann alles bauen. Ich habe gesagt, ich kann Zyklop nicht bauen. Ihr sagt immer wieder, ich kann ihn bauen. Ich kann ihn nicht bauen. Lügner! Dann lass direkt zur Alien Base, oder? Das ist alles, was ich brauche. Batterien habe ich, neue Energiezelle, die Tafeln. Krebs lassen wir hier. Da ist die Seemotte. Alter, wie schlecht von mir. Ab in die Alien-Station. Ich muss aber ganz kurz Recap zum letzten Mal. War sehr unheimlich. Letztes Mal so in Unterwasserhöhlen, so in 500 Meter Tiefe. Und dann sind da diese Aliens, diese Teleportier-Aliens. Also, klingt jetzt doof, aber war für mich schon ein Ticken zu gruselig. Ein bisschen zu stressig. Soll ich das Stasi-Gewehr noch bauen? Ich kann ein Sturmgewehr bauen. Ja, wie geil sieht die Base aus, bitte? Diesen Felsen, das macht schon was her, finde ich. Okay, dann zeige mal. Stasi-Gewehr lässt physische Objekte erstarren. Taschenlampe, Batterie und Glas. Ich hab doch turbo viel Quarz hier irgendwo. Oh, herrlich. Glas, Werkzeug, Taschenlampe. Boom. Jetzt Computerchip herstellen. Tischkorallenprobe, Gold, Kupfer. Scheiße, als ob mir echt Kupfer fehlt. Doch, oh mein Gott, ich hab alles. Titan und Magnetit. Noch ein Gewehr. Okay, dann lass uns mal kurz überlegen. Brauche meine Ausrüstung das? Und als erstes das Gewehr. Dann kommt hier das Mess. Was? Bist noch eine Batterie mitnehmen, ne? Alright, jetzt können wir los. Jetzt habe ich ja echt alles. Es ist Nacht. Ach kacke, der Dings scannt gerade. Das ist doch schlecht. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Warum liegt hier ein freies Kupfererz? Muss ich mal gucken. Da ist das Teil. Da ist die Aurora. Dann war die Alien Base. Links hiervon, ne? So ist so richtig. Das ist die Insel. Let's go. Schön zum Sonnenaufgang. Perfekt hierher gekommen. Ist hier sonst noch was zum Looten auf der Insel oder direkt in die Alien Base rein? Also, den ganzen Survival-Aspekt und so finde ich alles geil. Story bis hierhin auch cool. Aber alleine in so einen Alien-Tempel rein ist dann, finde ich, doch schon ein bisschen creepy. What? So einen großen Bereich? Okay, wir sind im Alien-Tempel. Ich meine, die Dinger haben meine Rettungssonde abgeschossen vom Himmel, ne? Alter, Ionenwürfel. Der ist wichtig. Ich kann irgendwas mit Ionenwürfel machen. Dann kann ich daraus Tafeln herstellen. Das habe ich schon gesehen. Die sind auf jeden Fall gut, die Ionenwürfel. Scannen. Oh, stimmt. Aber was? Ach, das ist doch... Ah, ja, toll. Komme ich jetzt da wenigstens schnell wieder raus? Ich würde mich einfach einscheißen auf einem fremden Planeten in so einer Alien-Base hier. Oh, na, immerhin komme ich hier raus. Ist doch geil. Kann ich hier so einen coolen Jump aus dem Wasser? Damn. Den scannen wir schön. Oh, da ist was. Fremdartiges Gewehr. Ich glaube, das ist nur gescannt, aber ich kann es nicht bauen, ne? Da unten geht es noch lang. Dann lass hier erst unten lang gehen. So ein Raum war ich doch schon mal, oder? Oha, noch eine Tafel, eine violette. Jetzt habe ich zwei violette und eine orangene. Zack. Hätte ich die scannen sollen? Selbst scannen. Ja, guck mal, ich bin infiziert. Weltenvernichter? Scans indicate the facility's control room lies beyond this doorway. Die wieder mitnehmen, die Tafel? Nee. Okay, eine Tafel ist einmal, wo reinkommen. Wenn ich hier schon in der Alien Base bin, will ich alles genau looten.
The control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Hier ist so eine Quarantäne? Digga, ich hab gar keinen Bock, von Aliens infiziert zu werden, ne? What the fuck? Dieses Gerät enthält die Energiemenge einer 100 Megatonnen Atomexplosion, die durch die Einrichtung geleitet und auf Fahrzeuge über ihr gerichtet und mit Hilfe der Schwerkraft des Planeten so gekrümmt werden kann. Das zieht mal. Okay, das Ding knallt alles ab. Alles. Ich kann die Waffe nur deaktivieren, wenn ich geheilt bin. Ja, das hat er gesagt. Aber ich weiß nicht, wie ich mich heilen kann. Ich hau jetzt hier einfach ab, ne? Ich bin jetzt infiziert. Und wenn ich nicht mehr infiziert bin, kann ich wiederkommen. Ab nach Hause. Okay, das war's. Ich habe Ionenwürfel eingesammelt. Hinten war der Ausgang, ne? Okay, das war ja chillig. Keine Jumpscares, keine overpowerten, weirden Turbo-Aliens. Alright, dann gehen wir jetzt die Insel looten. Wir machen auf jeden Fall noch den einen Tieftauchauftrag. Ach, jetzt sind diese Mistviecher hier. Ich habe gar keine Schubkanone. Oh, hier ist Lithium einfach in echt. Also. Ach, unnötig. Also, was heißt in echt, aber nicht unter Wasser. Guck mal, hier ist Schiefer. Diamanten. Oh, so viel Schaden mache ich mittlerweile. Großartig. Seid ihr neu? Aha. Soll ich das machen? Ionenwürfel geht rein. Sick. Oh mein Gott, ich bin ganz woanders. 2 Kilometer weit weg von der Motte. Und nu? Ist das ein Schnellreiseportal? Ich war hier schon mal. Ich war hier genau schon mal. Kann doch nicht sein, oder? Das sieht genauso aus, wie ich schon mal war, oder? Jedes Portal, was ankommt, sieht hier so aus. Das habe ich hier schon gelootet. Ich war hier schon mal. Das ist ein Schnellreiseportal zwischen den Inseln. Krass. Boah, das sieht ja super turbo-creepy aus, hä? Kann ich die wieder rausnehmen? Hat das dann für immer? Dann gehe ich jetzt noch einmal hier runter, ja? Das ist alles Schiefer, ne? Nein. Was ist denn weniger wertvoll? Ich gehe hier wieder raus, ja? Weil ich kann nicht mehr looten. Dann komme ich lieber nochmal wieder. Ich gehe wieder raus, ja? Smart. Aber merken wir uns, hier ist krank viel Schiefer. Hier links war auch noch ein Weg. Oh, hier ist auch nochmal so viel Schiefer. Wahnsinn. Okay. Wir haben die Insel abgecheckt. Die Alien Base abgecheckt. Bringen wir den Loot zurück. Schlagen uns den Magen flott voll. Und dann begeben wir uns zum neuen Missionsziel. Ist doch geil. Da ist ein Warper. Die sind hier schon in so flachen Gewässern. Wie weit ist denn die Basis entfernt? 1 Kilometer. Wo kriege ich jetzt hier mal schnell Essen her? Hier ist ein bisschen was. Ich werde euch alle aufessen. Boah, das sind doch lecker. Guckt ihr die mal an. Ah, Thermomesser. Stimmt. Essen voll. Wasser voll mit einer Flasche. Bumm. Großes GG. Okay, dann gehen wir jetzt direkt zur anderen Kapsel, die 500 Meter tief ist. Rettungskapsel 2 sank auf 500 Metern, bevor Chefingenieurin Yu ausstieg. 500 Meter Tiefe. Und wir haben hier eben schon Warper gesehen. Das sind die größten Endgegner bisher. Oh, war ich hier schon? Da ist eine Datenbox. Raubtiertäuschkörper. Ey, wie viele Monster es hier gibt. Wahnsinn. Wenn ich einfach die ganze Zeit Vollgas fahre, dann können mich die Warper nicht holen, ne? Wow, was ist das? Oh, neues Biom. Holy shit, das ist sick. Ah, da ist diese Turbokrabbe. Oder diese Oktopuskrabbe oder keine Ahnung. Ey, wir sind auf 400 Meter. Da ist noch eine. Noch eine. Hä? Ach, hier. Kupfererz. Looterz ist hundertprozentig stark. Es hat schon die Farbe wie die Benzolflaschen. Diesen Pilz nehmen wir auch mal einen mit. Ah, das ist so groß. Dann nehmen wir nur eins mit. Geisterkraut. Blutwurzel. Blutranke. Da hat eine Datenbox. Hab ich die nicht gesehen. Bitte was Geiles. Zyklop-Tief. Wieso kann ich schon Zyklop? Ich kann nicht mal bauen. Oh krass, die sind neu. Sind die gefährlich? Nö, die machen keinen Schaden. Warum ist das jetzt hier so dunkel auf einmal? Digga, was kommen hier für Biome? Das ist doch Wahnsinn. Wie viele Ressourcen hier sind, ne? Wie das hier aussieht. 650 Meter Tiefe, so tief waren wir noch nie. Wie viele Ressourcen? Oh, wie viele Scheißgegner auch, diese kleinen Mistviecher hier überall. Aber krass, hier unten ist alles friedlich. Hier ist nicht ein Warper. Das größte Lebewesen ist hier dieser Blutmanta-Rochenquallen. Und die machen doch nicht mal was. Ey, wie viele Ressourcen es hier unten gibt, ist Wahnsinn. Am besten wäre das, wenn es hier irgendwas Neues gibt, was ich nicht habe, was ich mitnehmen kann, was ich im Beet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss hier raus. Nee, oh Gott. Wie konnte ich hier reinkommen, ohne dass mich irgendwas angegriffen hat? Das war.
Scheiße, Alter. Was ist denn? What the fuck? Was ist mit mir? Du hast dich selber angefahren? So kann ich dich nicht mitnehmen. Nö. Weil mein Stuff weggeschmissen. Was ist das für eine Hardcore-Mucke? Dann scanne ich dich wenigstens. Willst du mich verarschen? Das ist einfach nichts. Das ist einfach nichts. Das sieht aus wie das wichtigste Stück von allem. War das die Kapsel von vorhin? What the fuck? Das kann Range Attacks? Will hier raus. So kann der auf einmal Range Attacks. Ich muss mir den Spot hier irgendwie merken. Einfach zwischen meiner Rettungskapsel und der Aurora. Dazwischen. Geradeaus. Merken. Kann ich noch irgendein Ding anmachen hier? Was ist jetzt hier das Neueste? What the fuck? Was ist das? Oh, was soll das denn? Meine Fresse. Guck ich einmal mein PDA. Hier ist das. Standorte der fremden Einrichtungen. Aufgezeichnete Hintergrunddaten zu weiteren fremden Einrichtungen anderswo auf dem Planeten. Seuchenforschungseinrichtung, Tiefe 800 Meter. Untersuchung lebender Exemplare. Synthese eines Gegenmittels für das hochinfiziöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Okay, damit bin ich infiziert. Wärmekraftwerk, Tiefe 1200 Meter. Standort innerhalb einer ausgedehnten natürlichen vulkanischen Aktivität. Im Falle eines Ausbruchs werden Quarantäneverfahren mit sofortiger Wirkung automatisch eingeleitet. Die Quarantänevorstreckungsplattform wird alle ankommenden und abfliegenden Raumschiffe anvisieren. Und die Ausbreitung der Infektion außerhalb dieser Welt zu verhindern. Ach krass, damit habe ich mich infiziert. Witzig ist, das Game wurde ja gemacht, bevor es Corona gab. Quarantäne, Virus, infiziert. Ich habe gerade keinen neuen Auftrag. Oh Mann, ihr seid so doof. Hier ist immer wieder geil, wenn man zurückkommt. Hier ist herrlich. Welcome aboard, Captain. Das Viech habe ich... dich will ich überhaupt nicht haben. Komm mal ran. Ach, greift er mich nicht an? Ich würde den Sandteil jetzt töten. Okay, dann nicht. Jetzt erstmal. Das Ding ist neu. Kann ich das anpflanzen, ne? Brauchen wir ein Anzuchtbecken gleich. Draußen anpflanzen. Brauche ich noch ein Anpflanzerbecken. Erstmal machen wir mich hiermit wieder full. 1, 2, 3 Bioreaktoren. 3. Muss erstmal reichen. Jetzt Konstruktionswerkzeug. Zack. 4 bauen. Innenbeetkasten. Falsch. Ah, hier. Außenbeetkasten. Ach, 2 Titan. Das ist ja super chillig. 1, 2. Und nach draußen. Hier drauf. Hier brauche ich eh nichts anderes. Zack. Benutzen. Blutranke wächst. Schön. Ich will unbedingt eigentlich mehr Solardinger bauen. Also Bioreaktoren sind zwar sehr stark und machen auch sehr viel Strom, aber sobald ich weg bin, sind die ja leer. Ich kann die ja nicht dauerhaft befüllen. Was kostet denn ein Solarpanel? Ah, kann ich die Tiefpilze auch anbauen? Hä, was soll das denn? Hallo, wir im Kampf. Alter. So, nächster Step. Solarpedal kostet 2 Titan, 2 Quarz und 1 Kupfer. Lass das doch machen, oder? Ach, du meine Güte. Alles neu. Salzsäure, Salz und Tiefenpilze. Geil, kann ich. Easy, unendlich. Blutöl, Benzol, unendlich. Synthetische Fasern, geil. Oh mein Gott, das bringt mich ja ganz doll voran. Was ist das? Raubtier-Täuschkörper. Ah, hier kann ich Orangen und violette Kabel machen. Cool. Dann lass mal gucken, was ich jetzt damit machen kann. Guck mal hier. Zyklop-Tiefenmodul. Ja, gut. Säure. Torpedo. Guck mal hier, das kann ich jetzt hier bauen. Krebswurfarmhaken. Guck mal. Benzol, Kabelsatz, Lithium, Titan. Da kann ich seinen Wurfarm bauen. Aber kristalliner Schwefel und Nickelerz habe ich immer noch nicht, ne? Kann ich Polyanilin schon machen? Wir gehen auf den Wurfarm, das ist das Wichtigste. Einmal merken. Kabelsatz, Benzol, Titan, Lithium. Kabelsatz, Benzol, Titan, Lithium. Kabelsatz. Musste ich erweiterte Kabelsatz machen? Gut, da muss ich auch Computerchip machen. Was? Okay, jetzt habe ich aber schon Kabelsatz. Dann Gold und Computerchip. Computerchip, Fischkoralle, Kupferdraht. Ich habe schon wieder kein Kupfer, ne? Also Kupfer ist wirklich das seltenste Scheißding, ne? Ja, kein Kupfer. Oh, no. Egal, das Blutding da oben muss eh noch wachsen. Kupfer gibt es im Kalkstein. Scan abbrechen. Kalksteinbrocken scannen. Let's go. Bau dir ein Bett. Ja, kann ich auch echt pennen? Einzelbett? Titan und Fasergewebe. Einzelbett, chillig. Ich penne. Ah, ich weiß, wo ich penne. Wie kann ich Licht machen? Er kostet wahrscheinlich wieder unnötig Strom, ne? Das ist doch geil. Alter. Ein Bett im Observatorium. Der Flex. Oh, wie entspannt das ist, hier morgens aufzuwachen. Na gut, bei all den Kreaturen hier im Dings hätte ich jetzt nicht so Bock. Ah, der Scan macht mit Zeit. Oh mein Gott, ich hole mir unendlich Kupfer. Jetzt reicht's. Ich bin jetzt unbesiegbar. Zur Seite mit euch. Ah, scheiße, ich brauch trinken. Mann! Oh, wie viel da hinten? So, let's go jetzt. Aber jetzt mal los hier. Ist der Frachtraum leer? Super.
Wir holen jetzt 1 Million Kupfer. Sind die alle auf einem Haufen oder sieht das nur so aus? Ich fange jetzt hier einfach schon mal an. Titanmist. Kupfer, zack. Ja, die würde man so schnell überhaupt nicht so finden, ne? Kupfer, wunderbar. Ey, ohne Witz, die würde man überhaupt nicht so finden. Den sieht man doch nicht mal. Viele Dinger sind unter mir. Kupfer. Was ist mit mir? Was ist das? Was zum Fick? Ey, so GG, was ich mit dem ganzen Kupfer machen kann, ne? Das kann ich jederzeit wieder machen. Da war ja noch so viel mehr. Soll ich jetzt direkt Solarpanels bauen? Welcome aboard, Captain. Ich will nicht die Solarpanel machen, damit sie das gesamte System tragen, sondern ich brauche die Solarpanels, damit die Bioreaktoren nicht instant wieder leer sind. Weil er ist wieder leer. Hätte ich ein Solarpanel gehabt, wäre jetzt hier noch was drin, chillig. Das sieht jetzt hier scheiße aus. Scannerraum, genug gescannt. Tschüss. Braucht doch total viel Energie. Solarpanel war Quarz, Titan, Kupfer. Ja, lass doch mal klatschen. Wir haben doch... Ist die Ausrichtung egal? Ja, oder? Geil. Tun wir das jetzt mal alles weg und dann bauen wir den Stuff, den wir bauen wollten. Jetzt Turboarm. Erweiterter Kabelsatz. Benzol. Für erweiterten Kabelsatz brauchen wir Computerchip. Ach Gott, 5 Titan. Oh Gott. Krebswurfarm. Wurfhakenarm. Boom. Für den Krebs ist mehr Inventar nützlich. Auf jeden Fall. Das wollen wir auf definitiv machen. Erweiterungsmodule. Arm. Holy shit. Links. Wurfhakenarm. Rechts. Bohrer. Jetzt mache ich noch einen größeren Kofferraum. Was ist das nochmal? Lithium und 3 Titan. Mach gleich 2 Frachtmodule. Die Module, die ich eingesetzt habe, zählen ja noch nicht, ne? Das waren ja bisher nur Vorrat. Oh, guck mal hier. So nämlich. Geil. Wollen wir mit dem Krebs mal los? Oh, was? Den habe ich. Das war das letzte Kreaturenei. Und was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Können die irgendwas machen? Kann ich die irgendwie fortpflanzen, essen, braten, zubereiten? Irgendwas? Haben die Fähigkeiten? Geben die mir eine Passive? Können die kämpfen? Sind Haustiere? Ah, kein Nutzen. Scheiße. Okay, wir gehen in den Krebs. Oh ne, ich habe eine Kommunikatornachricht. Lol, das ist neu. Code. Wo kann ich das einmachen? Wo habe ich das schon rausgefunden? Da würde ich jetzt sagen, gehen wir in den Krebs, ja? Wir müssen seine Macht spüren. Wie weit geht das? Oh, ich kriege kein Damage. Okay, das ist sick. Ich kann auch 2 Wurfarme haben. Das ist eine solide Geschwindigkeit. Ich brauche noch den Sprungantrieb. Den habe ich noch nicht. Ich werde jetzt den Zyklop finden. Wo war das nochmal? Ich hätte den schon vor langer Zeit finden können. Wäre ich jetzt normaler Gamer, würde ich das jetzt gegoogelt, weil ich ihn noch nicht habe, weil es ungewöhnlich ist. Oh, was haben wir da? Let's go. Was ist das? Ist das Titan? Wir haben einen riesigen Vorratsraum, ne? Titan braucht man immer. Wie viel kommt aus einem so Ding raus? Ja, ist das stabil für eine Quelle? Zyklop! Maschinenfragment? Ist es das? What the fuck? Ist er weg? Zyklop. Zyklop-Maschinenfragment. Ist das der Zyklop, wenn ich davon noch einen habe? Oder ist das irgendein anderer Scheiß? Dieses Sprungding wäre schon geil zum Starten, ehrlich gesagt. Ich komme ja gar nicht voran, wenn ich den Boost nicht habe. Oh, jetzt mache ich einen Move. Damn. Let's go. Die Base sieht schon sick aus. Die ist sehr sick. Da ist alles drin, was man braucht. Dann geht's nächstes Mal in die Höhle. Wir gehen da runter. Da gab es unfassbar viele Ressourcen. Mit Zyklop und Krebs.